Hallo, my friends, willkommen zum heutigen CSGO Top 10 Video. Die Scars sind heute dran. Wow, eine Waffe, die jeder immer spielt. Hm. Wir beginnen wie immer auf Platz 10 und arbeiten uns dann bis auf Platz 1 hoch. Aber zuerst noch unser Partner. Skin Baron. Wenn ihr Skins kaufen oder verkaufen wollt, seid ihr hier genau an der richtigen Adresse. Ihr könnt über meinen Partner-Link draufgehen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch meinen Partner Ding nehmen, Bubbler. Müsst ihr aber auch nicht. Aber ihr solltet natürlich für ein besseres Leben, das ist klar. Platz Nummer 10. Da haben wir die SCAR 20 Crimson Web. Leckeres Teil, ich weiß. Spinnennetz, Rot, Spider-Man. Huhu, Preis. Geht ja eigentlich, ne? Geht. Platz Nummer 9, Outbreak. Da ist eindeutig was ausgebrochen aus der Waffe oder ausgelaufen. Und der Preis ist ja komplett chillig. 10 Euro. Doch nicht so, aber hier oben, guck mal da, 15 Cent. Also wer der... Die Blueprint liegt auf dem Platz Nummer 8 und ist schon etwas schicker. Etwas schicker. Und der Preis, ja. 7 Cent, 5 Cent, preistechnisch kann man da schon mitfahren. Ja. Platz Nummer 7. Da liegt die wunderbare SCAR 20 Grotto. Der Skin ist wirklich schön, den könnte ich mir auch auf andere Dinge vorstellen. Ich glaube, den gibt es auch auf anderen Waffen. Aber ja, es ist halt eine SCAR. Das dachten sich wahrscheinlich auch alle beim Preis, ne? Naja, ich verkaufe hier eine SCAR. Was erwarte ich? Platz Nummer 6, SCAR 20 Emerald. Die sieht schon ein bisschen angenehm aus. Ist ja auch meine Lieblingsfarbe, ne? Also von daher, aber die könnte man wirklich schöner machen, wenn hier auch noch Zeug drauf wäre. So sieht es halt echt labbeduddelmäßig aus. Also, und der Preis ist hinzukommt noch so. Was? In dieser Hinsicht macht das unser 5. Platz deutlich besser, und zwar die Power Core. Die liegt nämlich auf der gesamten Waffe drauf, also der Skin. Das macht schon deutlich mehr her, wie diese, ich mache hier mal was hin, aber sonst nichts. Vom Preis her gibt sie zum Glück nicht so viel Power, weil das sonst ziemlich lächerlich wäre. Mir wird die Emerald auch besser gefallen, auf der gesamten Waffe drauf. Aber ja, wenn das noch so ein bisschen angemalt ist, dann sieht so eine Power Core doch cooler aus, die wenigstens über den gesamten Waffenkörper läuft. Ich kann mir halt ganz schwer vorstellen, dass jemand sagt, so, ich gönne mir mal eine SCAR 20. Schau noch mal, was es auf YouTube so gibt an Top 10 Listen. Aber Vollständigkeit ist der halbe Tage Alter. Wie man so schön sagt, ne? Splash Champ, Platz Nummer 4. Wunderschön. Falls ihr irgendeinen Plan habt von den Skins oder von meinen Vorlieben bei dieser Skin-Reihe, dann könnt ihr jetzt gerne schreiben, was wohl auf meinen 3 weiteren Plätzen liegt. 3, 2 und 1. Und eben auch selbst schreiben, welche euch am besten gefällt. Aber ich denke, die meisten können das erst maximal nach dem Video machen. Platz Nummer 3. Da liegt sie, die Cardiac. Komplett drüber. Schöne Farbgebung. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Hoppala. Sowas auf einer M4 wird sehr schnucklig aussehen. Da bin ich mir sicher. Der Preis, die würde ich maximal vielleicht oder mit einem Discount holen. Aber so der Rest, uff. Die SCAR 20 Cyrex liegt auf dem 2. Platz. Man kennt den Skin, ne? Der ist, nice. Auf den kann man sich verlassen, würde ich sagen. So vom Aussehen her immer wieder schick. Und leider kann man sich auch immer irgendwie so ein bisschen auf den Preis einer Cyrex-Waffe verlassen. Aber es geht. Es hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Tja, und jetzt kommt der 1. Platz. Was haben wir da? Natürlich die Bloodsport. Also wer da nicht dran gedacht hat, der ist nicht zu retten, glaube ich. Ne? Da ist eine Katze drauf, hallo? Die wird photovoltaikmäßig betrieben, ja? Da ist ein Stern. Ninja war auch dabei. Ist also auch eine Fortnite-Waffe. Oh. Und der Preis geht sogar. 2,38 in Minimalware. Fast Factory oder bald Factory New. Geht schon. Geht schon. Ja. Ja, komm. Komm. Soweit so gut. Das war es schon. Ich weiß, dass das jetzt für viele möglicherweise eine Top 10 ist, wo sie sagen, hey, lass ich maximal durchlaufen. Brauche ich jetzt, brauche ich nicht. Aber wie gesagt, Vollständigkeit